Hi. Ich bin hier mit dem Thomas Schiebler. Katharina ist gerade am Arbeiten und die Helen ist auch da. Wir sind absolute Glückspilzer, hier zu sein mit dem größten Glückspilz überhaupt. Also das müsst ihr euch jetzt mal anhören. Der Thomas Schiebler, er wohnt hier in Dresden und er hat ein Leben, wie man sich das nicht so gut vorstellen kann, weil du lebst quasi mit Dingen, die du gekriegt hast und die du erhältst, weil du extrem gut in den Wetten, oder wie heißen die, diese Gewinnspiele bist? Ja, genau. Weil du wünschst dir irgendwas und dann kriegst du das. Ja, so ungefähr, genau. Also wenn ich was benötige, dann kommt das in mein Leben. Genau, und weil du verstanden hast, dass du nicht das Geld benötigst, sondern du brauchst das Produkt eher dazu und dann visualisierst du das Produkt und das kommt dann irgendwie zu dir, wie das E-Bike. Magst du mal erzählen, was ja genau, also ich habe zum Beispiel vor kurzem ein E-Bike gewonnen und ich hatte einfach nur ein nettes Gespräch gehabt mit einer Freundin und sie hat gemeint, ja, ich benötige ein E-Bike. Und habe ich gesagt, ja, okay, dann manifestierst du. Und sie meinte, okay, ich manifestiere das Geld dazu, damit ich mir ein E-Bike kaufen kann. Und ich habe bei dem Gespräch, das ging ungefähr 6 Stunden, habe ich gesagt, naja, nicht das Geld ist das Wichtige, sondern eigentlich nur das E-Bike. Also manifestiere doch nicht das Geld, weil das musst du ja dann wieder ausgeben, sondern denk dir oder stell dir vor, dass du das E-Bike einfach hast. Und lustigerweise, das Gespräch war vorbei, ich habe sie verabschiedet und tatsächlich habe ich danach eine halbe Stunde später aufs Handy geguckt und habe gesehen, ich habe ein E-Bike gewonnen. Da habe ich das dann selber gewonnen für mich. Ja, das ist dann so. Und das passiert dir wirklich bis hin ständig. Also ständig, wir sind also hier in einem unglaublichen Schrebergarten, also in so einem kleinen Garten, ein absoluter Traum. Ich schlage vor, dass wir jetzt einen kleinen Gang machen hier durch. Gerne. Und dann kannst du, ich werde jetzt die Kamera zücken und dann kannst du uns da ein bisschen erklären, wie der zu dir kam und zu euch kam. Ja. Okay. Mach ich. Ja, dieses Paradies haben wir jetzt seit August und es ist durch einen glücklichen Zufall entstanden. Ich zeige erstmal vielleicht so ein bisschen noch in Paradies rum, hier ein kleiner Gartenteich. Und entstanden. Mit 6 Goldfischen? Mit 6 Goldfischen. Und vielleicht 2 Karpfen, die noch nie gesehen vielleicht haben. Es wurde gesagt, es sollen angeblich Karpfen existieren. Wir haben sie noch nie gesehen. Der Teich soll, ich glaube, ich weiß gar nicht, 1 Meter oder so tief sein, 1,5 Meter. Ich bin mir nicht sicher, wie tief der ist. Es sollen Karpfen angeblich sein, wir haben es noch nicht gesehen. Und wie wir zu den Garten gekommen sind, ganz lustige Geschichte. Und zwar, die Palettenmöbel haben was damit zu tun. Und zwar, wie es auch sein soll, ich habe sie gewonnen, die Palettenmöbel. Und wir hatten auf dem Balkon, also ich hatte auf meinem Balkon 2 Wespennester. Und diese Wespennester waren ungefähr 1000 Stück. Also wir konnten nur auf dem Balkon, es war wirklich unangenehm. Und wir hatten eine Imkerin oder einen Imker erst angeschrieben. Er hatte uns eine Imkerin vermittelt, die irgendwie hier etwas größere Stelle hat und keine Ahnung. Wir haben sie dann angeschrieben und haben gefragt hier, was wir machen können. Und das waren auf dem Balkon ist auch so ein Boden und die waren halt unter diesen Leisten. Und sie meinte, sie kann halt nichts machen, weil die Wespennester halt nicht entfernt werden kann lebend. Und wir wollten halt gerne die Wespennester lebend entfernen. Und Kammerjäger kam für mich einfach, war für mich keine Option. Und gut, dann habe ich dann die Palettenmöbel kurz darauf gewonnen gehabt. Und die wollte ich eigentlich auf den Balkon stellen oder teilweise. Und die haben halt nicht gepasst, weil Wespennester, wir konnten die auf den Balkon. Und ich musste mir was einfallen lassen, wo die hinkommen. Und im Haus, ich hatte die im Gemeinschaftshaus unten stehen vorübergehend und keine Option. Und da mussten wir schnell eine Lösung finden und habe halt nach einem Garten gesucht. Und an einem Tag, wo ich die Möbel bekommen habe, habe ich nach einem Garten gesucht und bei eBay Kleinanzeigen keinen gefunden. Und ich habe aber ein Gefühl gehabt, und das ist ganz wichtig, mein Bauchgefühl hat gesagt, da ist noch irgendwas, da schlummert was. Und da habe ich dann die Kategorien geändert und habe immer mal wieder drauf geguckt an den ganzen Tag und gemerkt, es ist immer der gleiche Garten. Es kamen ja immer die gleichen Gärten und es war kein anderer da. Aber trotz dessen hat mein Bauchgefühl gesagt, da ist noch was. Und ich habe die Kategorie irgendwann abends nochmal geändert und plötzlich war er da. Fast keine Aufrufe und angeschrieben. Preis stand auch erstmal nicht zur Debatte. Also ich wusste nie, welcher Preis. Und ja, dann waren wir hier zum Vorstellungsgespräch und lustigerweise hat sich dann herausgestellt, dass meine Gartennachbarin ist, die Imkerin ist, die mir empfohlen hat oder die halt, die ich angeschrieben hatte bezüglich den Wespen. Und da wusste ich schon, okay, hier, das ist ein Flow. Das Voll. Universum möchte den Garten, dass ich den kriege. Und Voll. Ja, und dann haben wir den Garten unterschrieben. Und das Spannende ist, wir hatten den Platz für die Palettenmöbel. Und nachdem ich den Garten unterschrieben habe, den Vertrag, glaube ich, 1 oder 2 Tage später, war mein ganzer Balkon
frei von Wespen. Die sind einfach weggeflogen. Und das war so genial. Einfach die waren die Hüter quasi, die haben geschützt, bis, ja. dann, bis es dann in die richtigen Hände kam. Genau. Und es ist ein 300 Meter großer 300 Garten. Quadratmeter. Genau. Magst du uns vielleicht kurz ein bisschen den Garten zeigen? Das wäre ja. toll. Ja, also Terrasse, Haus. Auch absolut feudal. Genau, schön Holz, unser Element. Gartenteich, wie gesagt, genau. mit 6 Goldfischen und eventuell Karpfen. Ein kleines, ja, kleine Baumhäuschen, Plattform, schon zugewachsen. Aha. Hier noch ein kleines, ja, kleines Baumhäuschen. Kleine Wiese zum Entspannen. Ein absoluter Traum, ein ja. absoluter. Ich meine, diese Stille hier und das ist mitten in Dresden quasi. Genau, das ist ein bisschen mitten in Dresden, ein bisschen außerhalb, aber genau, ein ganz relativ ruhiges Gebiet. Kräuterschnecke, ein paar Beete, wir sind wie gesagt gerade noch dabei, sind ja blutige Anfänger, müssen uns erstmal ein bisschen beschäftigen. Haben hier noch ein kleines Beet oder ein größeres Beet. Wo wir noch das gucken. Ist noch, genau, da könnt ihr noch anpflanzen. Genau, so ein bisschen was schon gemacht. Den Steingarten hat man schon ein bisschen verändert. Das ist so ein bisschen das Werk von da meiner Freundin. Da freuen sich auch die Elementarwesen, das genau. sieht man direkt, oder? Ja, kleines Insektenhäuschen da noch. Und da hinten ist auch noch eine richtige Pumpe da. Genau, die ist bis jetzt Deko. Wir wissen nicht, ob wir die noch irgendwie hinbekommen. Aktuell ist es Deko. Das ist super. Eine Deko-Pumpe bis jetzt. Genau. Fantastisch. Möchtest du uns vielleicht doch noch 2, 3 Worte sagen, wie du diesen Flow wirklich lebst? Also wie ist das für dich? Genau, wie ist es mit dem Flow? Also ich kann nur sagen, es ist ein Grundgefühl. Ich gehe immer nach meinem Bauchgefühl. Also es ist gar nicht so, dass ich unbedingt was anziehe, also dass ich sage, ich manifestiere das unbedingt, sondern es ist mehr so, ich fühle mich eher vom Universum geleitet. Also es kommt so in mein Leben, wie es sein soll, das, was mir gerade was ich gerade brauche, wenn es ein Kühlschrank ist, der gerade kaputt geht, dann kommt plötzlich ein neuer Kühlschrank in mein Leben. Ne? Oder es sind auch andere Geschichten, wie zum Beispiel in Menschen, der, also vielleicht noch eine Geschichte, es ist nicht nur alles so Gewinne oder alles so manifestierende Sachen, sondern ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die ist ganz wichtig, vor 2 oder 3 Wochen erlebt, dass ich an einem Tag, ich wollte baden gehen, mittwochs, und ein Kumpel wollte mit mir baden gehen und ich hatte plötzlich so ein, ja, abends mich beschäftigt mit Ertrinken und habe mich dann beschäftigt, okay, wie viele Menschen sind schon in den See ertrunken dieses Jahr, weil irgendwie war das Gefühl da, der Bauch hat gesagt, ich will mich mit dem Thema beschäftigen. Es ging 3 Stunden und habe dann so gemerkt, oh, ich hatte das Gefühl, ich habe meinen eigenen Tod kurz gespürt, weil das war so eine ganz komische Energie im Raum und dachte so, okay, nicht, dass ich jetzt sterbe, aber es war auch keine Angst, sondern es war so eine, ja, okay, dann ist es so. Und nächsten Tag hat er abgesagt, der Kumpel, wegen Bauchschmerzen und wollte in die Baden gehen. Und ich habe dann auch bei Facebook plötzlich so eine Anzeige bekommen, wie Menschen aussehen, die ertrinken. Und das war auch sehr so, okay, ich habe mir durchgelesen und es war ganz komisch, die Energie. Und ja, dann habe ich trotzdem entschieden, 13 Uhr baden zu gehen. Alleine, eine Stunde Fahrt und hatte mein Subboard, was ich auch gewonnen hatte. Das war so ein bisschen der, warum ich überhaupt zu den See bin, weil ich dieses Subboard wieder nutzen wollte, was ich gewonnen hatte kurz vorher. Und dann war ich an diesem Badesee und da war leer, fast kein Mensch dort. Und ich habe mich plötzlich an eine Stelle gesetzt, wo ich nie mich hingesetzt hätte. Das war auch von der Energie gar nicht so schön. Mein Fahrrad konnte ich nie anschließen, das Support konnte ich nirgendwo richtig hinstellen. Und neben mir war komplett eine Decke. Und die Decke, die war so nah, man kann sich vorstellen, wenn man in der Straßenbahn, die leer ist, sich neben einen setzt, der einfach da ist. Ne? So unangenehm war das. Aber irgendwie hat das Gefühl gesagt, ich setze mich neben diese Decke. Und ja, dann saß ich dort. Und 4 Stunden dann im Wasser gewesen und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ungefähr. Also immer mal im Wasser wieder draußen gewesen und habe gemerkt, diese Decke, da kommt keiner. Und habe dann Sicherheitsdienst gefragt, hier, guckt mal ein bisschen die Decke an, da ist keiner. Und ja, wow. Dann ging das immer weiter, um zu verkürzen. Es kam dann irgendwann der Pächter, der wollte erst nie anrufen, die Polizei, weil es so ein bisschen unsicher war, ob das vielleicht nur jemand ist, der sich sonnt oder irgendwo anders ist. Ja, und irgendwann war es dann 21 Uhr, Polizei war dann schon da, weil dann die Decke war immer noch unbewohnt, also keiner mehr da. Also es war Decke mit den Sachen? Mit Sachen, mit genau, dabei. Ah, mit cool. Sachen. Und ja, am Ende war es so, dass die Polizei, also die haben dann einen Ausweis gefunden von einem 81-jährigen Mann, der betrunken ist. Nächsten Tag, also die haben dann erstmal gesucht und nächsten Tag habe ich in der Zeitung dann, die haben meinen Personal aufgenommen und nächsten Tag in der Zeitung habe ich den erst gestorben. Er ist ertrunken in diesem See und ich habe aber noch damals, also abends dann, wo die Polizei da war, war Vollmond oder kurz, also fast Vollmond und ich habe noch in den Himmel gesehen und wusste, es war einfach so das Bauchgefühl, ich wusste, er war tot
Und ich habe mit seiner Seele kommuniziert und habe ihn gebeten, ins Licht zu gehen. Und ich habe so eine richtige Gewissheit gehabt, dass ich da bin, weil diese vorhergehende Abend, ich habe mich mit Ertrinken beschäftigt und ich habe richtig gespürt, ich soll jetzt hier da sein, um diese Seele begleiten. Ja, zu begleiten ins Licht. Und das habe ich richtig gespürt. Ich und auch da siehst du, wie all das zusammenarbeitet, wie Menschen, die du nicht kennst. Genau. Die senden Signale aus, dass du die aufnimmst. Ja, die Seelen und, vor allem. Und du bist in diesem Flow und das kommt zu dir. Du hast gesagt, du hast ungefähr schon 150 Gewinnspiele gewonnen. 120 waren es, glaube ich, oder 130, irgendwie sowas. Also jetzt dieses ein Jahr. Davor natürlich noch mehr, aber in diesem Jahr. Das ist ja schon. In einem Jahr. Ich meine, das ist ja gigantisch. Das ist ja echt, das ist ja so gigantisch. Ja, ja. Das ist, also und du möchtest auch ein Buch drüber schreiben, oder? Genau, also ich will und möchte so ein bisschen darüber, über deinen Flow. Genau, genau. Das ist so mein Ziel jetzt, dass ich darüber noch ein Buch schreibe, weil es muss raus. Ja, also ich möchte inspirieren, weil. Genau, ich meine, das ist ja eigentlich das Secret, oder? Das ist ja du lebst das ja eigentlich alles vor. Tatsächlich, also ich habe mit dem Secret so angefangen, in die spirituelle Szene zu kommen. Und also ich kann jetzt Geschichten erzählen, wie ich eigentlich zu The Secret gekommen bin, weil das war auch wieder so eine krasse Geschichte. Okay, wir erzählen noch die Geschichte von Secret und dann würde ich gerne noch die Helene und die Katharina ins Bild holen. Vielleicht einfach dann zu das Ganze abrunden, weil deine Helene ist ja auch extraordinär. Ja, genau. Also sie macht, schau mal, jetzt fällt gerade ein Baum. Kommt der Baum vom Baum, der Apfel vom Baum. Erzähl. Ja. Also okay, wie bin ich zu The Secret gekommen und wie ist eigentlich meine Erzähl Spirit? Vielleicht, weil viele Menschen wissen gar nicht, was The Secret ist. Okay, The Secret ist ein Buch, sage ich mal so, eher für Anfänger, also so eher so, wie man so einen Einstieg in die spirituelle, einfach spirituelle Welt hinkriegt. Und da geht es halt mehr um das Gesetz der Anziehung, wie man Dinge manifestieren kann und dann Sachen bekommen Tada, kann. Tada, wir sind dann mit dem Meister der Anziehung zusammen. Ja, und uns hast du ja auch angezogen. Ja, spannenderweise, aber das mache ich ja nicht bewusst. Ne? Das ist das Spannende, deswegen bin ich The Secret ist so, wo man es bewusst macht und das ist eher Mangel, habe ich so das Gefühl. Bei mir ist es eher so, ich bin einfach überzeugt, es kommt das in mein Leben, was mir gut tut. Und dann kommt das, egal was ist. Also ich denke jetzt nie an die Millionen, sondern das, was das Universum mir gerade geben möchte. Und das kommt. Einfach überzeugend. Und ja. Und wie kam es zu The Secret und wie ist mein spiritueller Weg eigentlich entstanden? Spannenderweise. Es war ein Sommer lang, hatte ich eine Frau kennengelernt, also oder drei Frauen kennengelernt. Ich habe mich getraut, ich wollte damals so ein bisschen rauskommen aus mir. Bin in eine Bar gegangen, alleine und habe dort halt einfach flirten wollen. So ein bisschen einfach, so ein bisschen das Lernen. Das war vor 2008, 2007, 2006, irgend sowas. Schon sehr lange her. Jahre, ja, genau. Und dann war ich halt dort in der Bar, habe eben mal gesehen, Kontakt gehalten und habe dann irgendwann mich getraut, dort mal hinzugehen. War eine Geschichte, dass so ein paar Männer mit an den Tisch gegangen sind. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Habe das dann so ein bisschen hingekriegt, dass wir in Kontakt gekommen sind. Und dann war ich mit den drei Mädels, oder die ich eigentlich angesprochen habe, die kamen aus Erfurt und die habe ich nie wieder gesehen an dem Tag. Aber die anderen beiden Mädels habe ich dann eigentlich den ganzen Sommer verbracht, die ganze Zeit verbracht. Und es war so, dass sie mich immer Poser genannt haben, aus welchen Gründen auch immer. Poser, so wie genau wie der Poser. Und ich wurde noch nie so genannt. Also das bei war uns so, bist du der Viking. Ja, jetzt bin ich der Wikinger, damals war ich für die der Poser. Und das Spannende ist, ich war eigentlich wirklich ein Vierteljahr bis ein halbes Jahr der Poser. Und dann hat sich das alles so ergeben, ein bisschen vieles gemacht. Und am Ende ist die Freundschaft so ein bisschen auseinandergegangen mit den beiden Mädels. Und am letzten Tag, wo eigentlich die Freundschaft auseinandergegangen ist, habe ich eine Frau kennengelernt, mit der ich dann 4 Jahre zusammen war. Und sie hieß dann mit Nachnamen Poser. Und es war wirklich der letzte Tag, wo die Freundschaften auseinander sind mit den beiden Mädels. Und an dem Tag habe ich dann in der gleichen Bar, die Frau kennengelernt, die halt Poser mit Hintername hieß. Und das war wie so das Universum. Wollte das, dass das so sein soll. Und durch diese Frau habe ich die Secret kennengelernt. Weil sie war gar nicht spirituell, also hat gar nicht so sich damit beschäftigt und kannte das Buch eigentlich gar nicht. Aber sie hat gemerkt, dass irgendwas mit mir ist. Ich habe einen Programmierer gesucht und es kam. Ich habe einen Marketingmenschen gesucht und es kam in mein Leben. Und dann hat sie gesagt, ich kenne da ein Buch, habe ich mal von jemandem gehört. Toll. Hier, lies mal The Secret. Sie kann es selber nicht und so bin ich dann dazu gekommen. Und das fantastisch. Ist so, wow, danke Thomas. So, jetzt würde ich meinen, bringen wir zwei weitere wunderbare Manifestationen in unser Bild. Von dir, deiner liebe Helene. Hi. Helene, Katharina. Ich glaube, sie telefoniert gerade. Helene, du bist ja auch sowas von spannend. Also du arbeitest in einem Laden, wo man alles umsonst kriegt, hier in Dresden. Ja. Da kommen Menschen, bringen alles, was sie nicht mehr brauchen. Und da kommen andere und die dürfen das beziehen.
Und das macht ja so Sinn. Und du machst das umsonst. Du machst das aus Liebe und aus Dienst an der Menschheit. Wir sind begeistert. Mhm. Also man kann auch ganz plakativ sagen, es ist ein Ehrenamt. Und Ehrenamte können ja viele Gesichter haben. Aber tatsächlich ist für mich jetzt mehr als nur, dass ich mich gefragt habe, was kann ich mal so ehrenamtlich tun, sondern für mich steckt da eine ganz lange Geschichte dahinter. Eigentlich, wie ich mich in diesem Leben fühle und auch der Schmerz, dass ich mich sehr viel allein gefühlt habe mit der Weise, wie ich einfach Leben verstehe. Und für mich ist Leben eigentlich grundsätzlich so ein Geben und Nehmen, das einfach fließt und aus der Fülle fließt. Und ich vergleiche das auch immer gerne mit unseren Gaben. Also wir alle haben Talente, wir alle haben Freuden, wir haben irgendetwas zu geben, was auch innerlich ist. Das muss gar nichts Materielles sein. Und ich verstehe Leben so, dass das, was ich habe in Fülle, dass das einfach so fließen darf. Und so habe ich schon immer gedacht und ich habe mich immer gewundert, warum ich das vielleicht auch so strömen lasse, aber es manchmal gar nicht so zu mir zurückkommt. Ja? Also warum das Zurückgehen dann ganz oft zum Beispiel über Geld, also so gekoppelt ist. Das hat mich schon als Kind, ich würde sagen, ein bisschen kirre gemacht, ja, weil das einfach nicht meine Art war, Leben zu verstehen. Ja, das war wie so eine Fremdsprache, die ich gar nicht auch nicht verstanden habe, warum ich die jetzt sprechen sollte. Weil warum schenken wir uns denn nicht einander so im Innen, aber auch mit den Dingen, die wir halt so im Außen zu geben haben. Da sind wir jetzt wieder bei auch materiellen Dingen, die wir einfach umsonst zur Verfügung stellen oder einfach weitergeben. Ich liebe auch Verschenkekisten. Also ich finde es so schön, in Verschenkekisten von anderen zu stöbern und auch selber liebevoll Verschenkekisten zu packen und Dinge weiterzugeben. Die. Was sind das genau, Verschenkekisten? Also das sind so, in Dresden gibt es so ein Viertel, da ist es sehr, sehr beliebt, sehr bekannt. Da findet man fast in jeder Straße immer so kleine Kistchen vor den Hauseingängen, wo Dinge drauf sind oder auch so auf den Fensterbänken. Und das ist ja so eine kleine Kultur, würde ich sagen. Ah, sicher. Ich kenne es auch aus Berlin, da habe ich eigentlich zum ersten Mal bewusst so Verschenkekisten wahrgenommen. Und es gibt's, ja, also es hat jetzt nichts mit Dresden oder Berlin zu tun. Eine große Inspiration, das auch zu tun und einzuführen in unseren Stadtvierteln oder am Land. Und ja, ich finde das so schön, wenn ich einfach durch die Straßen schlender und vielleicht was ganz anderes möchte. Ja, ich möchte irgendwo hin, ich habe einen Termin und dann ist da so eine Kiste und ich kann da einfach reingucken und vielleicht gefällt mir was und ich darf es mitnehmen. Und plötzlich habe ich ein neues Handtuch oder ich habe einen neuen Kerzenständer oder ich habe ein neues Kleid. Also so ganz auch unerwartet. Das ist so ähnlich, was du vorhin gesagt hast. Nicht so, es ist nicht dieses, ich manifestiere das jetzt mit meinem Kopf, weil ich will jetzt beweisen, dass ich manifestieren kann, sondern ich gehe eher ins Vertrauen. Ich weiß, ich brauche vielleicht ein Kleid, ich brauche vielleicht Winterschuhe, ich brauche vielleicht irgendwas. Und dann lasse ich es aber los und ich lebe einfach nur mein Leben. Und ich gehe raus und verschenke mich einfach auch als Mensch und bringe meine Gaben rein und laufe durch die Straßen und dann ist eben da eine Verschenkekiste und da liegt irgendwas drin, was mir Ich habe auch gefällt. Mal was super Geniales erfahren. Ich war mal an einer Ausstellung und ich habe gedacht, ich bräuchte unbedingt neue Töpfe und habe aber die Chance verpasst, dann wirklich an der Ausstellung Töpfe zu kaufen. Mhm. Stellt euch vor, am nächsten Tag kam jemand Töpfe verkaufen, die er nicht an der Ausstellung verkauft hat, für einen viel besseren Preis. Ja. Das ist einfach so cool. Die habe ich immer noch. Katharina. Ihr seid so inspirierend, das ist großartig. Ja. Und was mich so besonders berührt, ist, dass das so Synergien sind, die wir, die eben viel auf Vertrauen basieren. Das ist halt wirklich wenig dieses, was ich auch in der spirituellen Szene so sehr viel betrachte, dieses, du musst deine Glaubenssätze ändern und du musst die richtigen Gedanken denken. Und da steckt irgendwie für mich schon noch was Wahres drin, aber mich persönlich macht es auch irgendwie eng und ich bin dann so geschafft. Ist doch viel leichter, einfach so mich selber zu spüren und zu merken, oh, ich brauche vielleicht etwas, ich brauche es wirklich, ich brauche vielleicht wirklich Winterschuhe und dann einfach das auch so dem Leben zu überlassen und nicht so sehr an mir selber rumzubasteln, sondern ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, die kommen zu mir und sei es über Kleinanzeigen, dass ich sie für einen guten Preis bekomme oder ich gehe auf den Flohmarkt oder ich sehe sie vielleicht im Schaufenster und weiß einfach, okay, die kaufe ich mir jetzt auch, aber das sind sie jetzt, aber ich bin nicht so viel im Kopf, sondern ich lebe eigentlich mein Leben. Und ich lebe nicht nur mein Leben und bin so präsent in meinem Körper und so in meinen Füßen und auch an dem Ort, wo ich bin. Also ich bin so ganz präsent, aber eben auch in dieser freudvollen Fülle, weil während ich lebe, kann ich ja eben auch schenken. Ich kann materielle Dinge schenken, also zum Beispiel, wenn ich dann ein Kleid selber mal nicht mehr brauche oder denke so, ja, es ist immer noch schön, aber es
kann jemand anderem mehr Freude machen, dann bringe ich das. Zum Beispiel, es gibt bei uns auch richtige so Verschenke-Schränke, so richtige Orte, wo man das machen kann. Ja. Ja. Und dann bringe ich das da hin und dann, das wird jemand anderem Freude machen. Und so kann ich mein Leben leben und in Freude sein und auch tun, was mir Freude macht. Mir macht Schenken auch Freude und ich bekomme richtig gerne Geschenke. Ich liebe Geschenke, ja. Das ist so schön. Das ist wie Weihnachten, nur jeden Tag. Aber es ist halt auch nicht so, dass ich dann schaue, okay, ist das jetzt was Großes, was Kleines? Ich freue mich auch über ein gebrauchtes Teelicht. Mann, ich finde so viel gebrauchte Teelichter. Ich brauche mir keine Teelichter mehr kaufen, weil ich so viele schon halb benutzte Teelichter finde. Und ich freue mich darüber. Das ist für mich ein ganz wertvoller Schatz. So wie auch größere Dinge. Ne? Da ist keine Wertung mehr drin, sondern es ist einfach so ein bedingungsloses Empfangen von den Freuden des Lebens. Und das Leben sagt nicht, dass so eine kleine, halbgebrauchte Teelichtkerze weniger wert ist als, keine Ahnung, teure Winterschuhe. Ich nehme gerade Winterschuhe, weil Winter kommt. Eine Birne, die wir heute gefunden haben, eine Mittagspause gemacht haben. Schön. Da liegen einfach zwei Birnen und sie sind angeknabbert von Wespen, aber sie sind gelb, sie sind saftig, sie sind groß, sie sind wunderbar. Ja. Und so sind wir sind ja von Geschenken umgeben. Und was an unserem Humus-Event gestern auch entstanden ist, da waren wir gemeinsam in Gruppen und wir machen da so Wirkkreise. Wirkkreise, das kommt von Vereint und von Peter und von Petz. Die haben uns dahin geführt, innerhalb von 5 Minuten bringen Menschen, kommen zusammen, schreiben ihre materialen Werte auf, also was sie haben, bringen ein materielles rein und schlussendlich ist man in einer Gruppe von 7, man schaut das an und daraus entsteht ein Projekt und bei uns ist was entstanden? Ja, das Tauschland-Festival. Ja. Hier sind wir ja voll eigentlich im Thema drin, ja, oder? Genau, das hat Weil sich wir so haben ergeben. Ackerfläche, wir haben einen DJ, wir haben einen Schränke. Wir haben den Hannes, oder unseren Musiker, wir haben die Schränke und wir haben unser Kokomobil, da die Werbung und so weiter, die Werbungsfläche. Also wir hatten wirklich alles, was es braucht, um so ein Festival aufbauen. Und ich glaube, diese Festivals wird es in Zukunft geben. Ja, wie viele Sachen haben wir bei uns, die wir nicht mehr brauchen, aber die möchten wir nicht unbedingt einfach wegschmeißen, sondern wir sind dankbar und glücklich, wenn die in gute Hände kommen, wo sich jemand wirklich darüber freut. Genau, das ist es. Und das ist halt das Schöne, dass man auch dann nochmal sehen kann, dass die Sachen, die man hat, die man vielleicht auch nie irgendwie einfach so wegstellen will und man sieht es nicht, sondern die man einfach irgendwann an den Ort bringt und dann sieht man die Leute, die dann halt sich darüber freuen, ne? Dass man das noch nicht so anonym, sondern man sieht das halt einfach. Das ist schön. Toll. Ja, danke euch für die große, große Inspiration. Wir danken euch. Super Impuls, der ihr seid. Also echt. Ja. Vielen Dank. Ein Riesengeschenk. Ja. Ihr auch. Ihr seid auch ein Geschenk für uns, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr euch quasi zu uns gebracht habt. Ja. Ich habe es nicht gewusst. So, ich wusste bis gestern nicht mal, dass mich Humus interessiert. Ich bin einfach hingegangen, weil irgendwie wusste ich muss da hin, aber ich wusste nicht, warum. Und das ist das, was du immer mit Körpergefühl sagst. Es gibt so Momente, also man spürt dann einfach Dinge und dann gilt es, dem zu vertrauen und sich vom Leben, also auch so von der eigenen Seele so bewegen zu lassen. Weil so befruchten wir uns alle gegenseitig und wir, so beschenken wir uns alle gegenseitig. Wir fühlen uns extrem befruchtet. Ja. Sehr, und wir wachsen über uns. Und jetzt seid ihr hier und ich meine, keine Ahnung, ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht geplant, ich habe es auch nicht manifestiert, ich habe es auch nicht bewusst gewollt. Das ist es, weil, das ist. Warum sollte ich das? Warum sollte ich immer alles wissen? Ja. Ich kann mich doch anlehnen an so die größere Intelligenz im Kosmos und auch die größere Intelligenz meiner Seele, die in mir wohnt. Und die macht so viel an unserem Verstehen und auch am Bewusstsein vorbei. Und das ist total wichtig, dass wir auch mit dem Kopf und mit dem Geist präsent sind, aber eben nicht nur, sondern das ist so ein Puzzlestück im großen Ganzen. Und jetzt seid ihr hier, es ist so schön. Oh, danke. Alles Gute mit eurem Werk und eurem Wirken und vielen Dank wirklich für die große Inspiration. Euch auch. Auf ganz bald. Ciao. So spannend, oder?